Hey Brettspielfreunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wir entführen euch heute in eine ehrwürdige Klosterbibliothek, wo wir erst in München versuchen, der größte oder wichtigste Hüter zu werden, um zu verhindern, dass den verdammten Seelen die Flucht aus dem Höllenschlund gelingt. Und das machen wir, indem wir wichtigerweise unsere vier wichtigsten heiligen Bücher finden, um diesen Höllenschlund verschlossen zu halten. Und ja, wie das ganze Spiel abläuft, wie der Aufbau ist, wie das Material ist, das zeigen wir euch dann gleich. Und die Rede ist von Sator Arepo Tenet Opera Rotas. Ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen. Ein schönes Spiel, wo man halt mit verschiedenen Brücken über dem Höllenschlund zu den Büchern finden muss, die sich natürlich alle bewegen und drehen können. Und ja, wie das Ganze dann genau abläuft, das zeige ich euch, wie gesagt, gleich. Das Ganze ist für 2 bis 4 Spieler ab 8 Jahren und dauert ungefähr 45 bis 60 Minuten. Ich zeige es nochmal kurz von hinten und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir dann das restliche Spiel erklären und auch den Spielablauf zeigen. Bis gleich. So, hier seht ihr schon mal, wie das Spielbrett, die Spielfläche aussieht. Hier ist der Höllenschlund zu sehen und ich baue das Ganze jetzt mal für 2 Spieler auf und zeige euch, wie gesagt, die einzelnen Materialien. Hier an der Seite seht ihr die verschiedenen Brücken, die gleich auf dem Spielfeld verteilt werden. Natürlich liegen die umgedreht, damit man nicht weiß, welche jeweilige Brücke ist. Im Spiel zu zweit ist es halt so, dass jeder 2 jeweils von jeder Art bekommt im Spiel. Zu dritt und viert verteilt sich das dann dementsprechend anders. Hier sieht man die ganzen Bücher, die 4 Bücher für jeden Charakter plus die Miniaturen, die es noch dazu gibt, sind sehr schön gestaltet. Hier einmal die Bücher, wirklich sehr schön gemacht. Hier dann die Figur des Mönchs. Und dann gibt es noch den Wasserspeier, der wichtig ist, den man auch ins Spiel bringen kann durch eine Sonderkarte, wo ihr dann dementsprechend ihn nutzen könnt, um Wege zu versperren, aber da komme ich dann gleich noch zu. Zu Beginn, wie gesagt, sucht sich jeder seine Farben aus, das heißt, nimmt sich jeder seinen Mönch und seinen Wasserspeier. Die 4 Bücher, die werden später oder gleich hier dann verteilt. Das Ganze läuft dann folgendermaßen ab, dass hier von jeder Farbe eine dieser Karten genommen wird. Und hier sieht man dann, wie die einzelnen Bücher zu Spielbeginn verteilt werden. Wenn man das Spiel zu zweit macht, wir haben jetzt Rot und Gelb, und dann wird natürlich nur Gelb und Rot verteilt werden und dementsprechend bei mehr Spielern entsprechend die ganzen Farben genau auf den Feldern, wie sie da angegeben sind. Das wäre jetzt zum ersten gewesen, ich verteile sie dann gleich. Hier ist dann von der zweiten Farbe, dann blauen Stapel. Man muss also wirklich, auch wenn man zu zweit spielt, von jedem Stapel dann eins nehmen, damit sich das mit alle Bücher dementsprechend verteilt werden können auf dem Plan. Das ist das Schöne an dem Spiel. Dadurch wird es auch jedes Mal anders sein. Es gibt natürlich zig Karten, wie ihr seht, die dann gut gemischt sind. Und jedes Mal zieht man wirklich eine von diesen Karten raus, nimmt sich das dann halt und verteilt die entsprechenden Bücher von den Spielern, die daran teilnehmen. Hier jetzt einfach mal das Beispiel für die erste Karte und wie die Bücher dann im Hintergrund, ich habe es gerade gesehen, verteilt sind. Ihr könnt euch immer dann orientieren an den Seiten, wo die Bibliotheken abgebildet sind, wo die Startfelder von den einzelnen Figuren sind und dann könnt ihr die einzelnen Plätze hier abzählen und genau sehen, wo ihr die Bücher hinlegen müsst.
Und aus diesen vier Karten, die dann da am Anfang gezogen werden, um die Bücher zu verteilen, seht ihr dann auch, ergibt sich dann genau die Spielfläche. Und so seht ihr dann auch, wie die Bücher dann verteilt sind. Die Karten werden danach nicht mehr benötigt und können direkt aus dem Spiel. Das heißt, wir können sie jetzt hier direkt einfach mal an die Seite schon legen, hinter die Figuren, die auch nicht mehr benutzt, die jetzt nicht zum Spiel dazugehören bei der Zwei-Spieler-Partie. Dann geht es weiter, wo die Brücken verteilt werden. Das heißt, jeder kriegt zwei Brücken, jeder Spieler von jeder Art. Ich verteile die jetzt mal schnell. So, die Brücken sind jetzt verteilt. Jetzt geht es darum, die Spielfiguren natürlich an ihre Startpositionen zu bringen. Das sieht man immer an den Farben, wo die Startfigur, wo besonders der Mensch hingehört. Da für Rot, besonders da für Gelb, hier für Rot. Hier wäre es dann für Grün und für Blau wäre es hier. Die Brücken können jetzt natürlich aufgedeckt werden. Dann sieht ihr, dass die dementsprechend verschiedene Farben haben, besonders viel, verschiedene Untergrund haben. Das heißt, aus Stein sind oder aus Holz. Gitter. Und jetzt geht es darum, dass man abwechselnd, also der Spieler, der das letzte Mal einen Psalm gesprochen hat, darf dann als erstes beginnen. Das heißt, es geht jetzt darum, diese Brücken zu verteilen. Und es muss immer am Ende unter jeder, oder jedes Buch muss natürlich auf einer dieser Brücken dann liegen. Ich würde jetzt zum Beispiel einfach mal dieses hier hinlegen. Soll halt genau da liegen. Man sollte dann natürlich jetzt immer abwechselnd dann dementsprechend schauen. Dass man vielleicht schon überlegt, wie man seinen Gegenspieler da auch behindern kann und in welche Richtung man vielleicht noch weitergehen sollte. Man sollte natürlich auch eine Verbindung hinsetzen, damit man dementsprechend auch zu den Büchern hingelangen kann. So, ich habe die Brücken jetzt einfach mal so verteilt. Das ist natürlich wichtig, man darf die Brücken nicht so hinlegen, dass ein gegnerischer Spieler zum Beispiel nicht mehr an seine Bücher gelangen kann oder sich nicht mehr bewegen kann oder die Brücken so blockiert sind, dass es nicht geht. Das darf man natürlich nicht. Im Spielverlauf jetzt darf man dann allerdings, egal welche Brücke, bewegen und verändern. Das Ganze funktioniert dann so, dass man mit den Karten, die hier gleich gespielt werden, ich zeige jetzt mal einfach welche von unten als Beispiel, die einzelnen Aktionen ausgeführt werden können. Und zwar gibt es pro Runde, hat jeder Spieler 6 Aktionspunkte, die er verwenden darf. Und man hat dann zum Beispiel solche Karten auf der Hand, die dann zeigt, dass man dieses Verbindungsstück, diese Brücke bewegen darf. Unten ist immer schön angegeben, wie viele Punkte das kostet. Das heißt, wenn ich einmal drehe um 190 Grad, dann kostet mich das 2 Aktionspunkte, oder wenn ich es dann nochmal drehen will, also auf 180 Grad, dann kostet mich das schon 4 Aktionspunkte. Hier ein weiteres Beispiel, wenn man dann so eine Brücke drehen möchte. Und dann gibt es natürlich noch die, was sind die Rotas-Karten, dann gibt es natürlich noch die Move-Karten. Da muss man dann schauen, dass man genau diese mit diesem Hintergrund, also diesem Untergrund, diese Brücke oder diese Art von Brücke nimmt und die darf man dann einfach mal bewegen. Das heißt entweder, also nicht diagonal, sondern nur waagerecht und senkrecht. Man darf dann aber, wenn man diese Brücke nimmt, tatsächlich auch die Bewegungsrichtung dann ändern. Das heißt also, wenn ich nach die Brücke nach rechts ziehe, kann ich sie dann nachher nochmal nach unten ziehen. Kostet mich aber, wie es da steht, für ein Feld ein Aktionspunkt, für 2 Aktionspunkte und für 3 Aktionspunkte. Hier noch ein anderes Beispiel, wie das dann aussieht. Das sind die ganzen Bewegungskarten. Und dann gibt es noch das eigene Kartendeck, was man noch zusätzlich hat. Das sind diese mächtigen Karten, die liebe Fedai-Karten. Die sehen dann so aus und dann sind das mächtige Karten, die man auch nur einmal verwenden kann, wie hier zum Beispiel, dass man dann dementsprechend andere Mönche mit Aktionspunkten 4 Schritte, 6 Schritte oder sogar 9 Schritte woanders hinbewegen darf.
Bei der hier dürfte man sich, zum Beispiel 4 Schritte weit bewegen. Und zu Spielbeginn, das ist dann abhängig, wie viele Spieler daran teilnehmen, bei 2 Spielern erhält der erste Spieler dann 4 Karten von diesem Stapel und der zweite Spieler 5. Wenn man diese Runde dann zu Ende gespielt hat, ist es so, dass man auf 6 Karten hochzieht und dann kann man sich aussuchen, ob man von dem Stapel oder von dem hochzieht, wobei man von diesen Liber Fidei Karten nur maximal 3 auf der Hand haben darf. Also pro Runde hat man dann 6 Aktionspunkte frei, mit denen man folgende Aktion ausführen kann. Man kann einmal Karten tauschen. Das heißt, man kann einen Aktionspunkt ausgeben, um 2 beliebige Karten von seiner Hand abzulegen und dann entsprechend entweder von diesem Stapel oder vom Liber Fidei Stapel eine Karte zu ziehen. Oder man gibt 2 Aktionspunkte aus, legt 2 Karten aus seiner Hand ab. Eine davon muss allerdings eine Karte von der Liber Fidei sein. Dann darf man sich eine Karte von dem Stapel oder von dem Stapel heraussuchen und nehmen. Und der durchsuchte Stapel muss anschließend natürlich wieder gemischt werden. Die abgeworfene Liber Fidei Karte legt man offen und für alle sichtbar vor sich hin. Sie kann den Rest des Spiels nicht mehr benutzt werden. Der Kartentausch darf beliebig oft wiederholt werden, natürlich entsprechend, wenn die Aktionspunkte da zur Verfügung stehen. Zweitens sind die Karten ausspielen. Das, was ich eben schon gesagt hatte, man kann dann diese Karten, wo man dann halt dementsprechend sich bewegen kann. Und je mehr Karten ausgespielt, also wenn ich 3 Karten ausgespielt habe, dann darf ich, wie oft viele Karten ich abgelegt habe, so weit mit meiner Figur gehen. Das heißt, bei 3 Karten dürfte ich 3 Schritte machen mit meiner Figur. Was wichtig bei der Bewegung von dem Mönch noch ist, dass man die Bewegungsschritte nur abhängig von den Karten von diesem Stapel, also von diesen Rotas- oder Move-Karten nutzen kann. Das ist eine Liber Fidei-Karte, die man ausgespielt hat, gilt die nicht für die Bewegung. Oder wie es so schön hier heißt, die goldene Bewegungsregel, gespielte Karten Liber Fidei geben dem Spieler keine Bewegungspunkte. Natürlich darf man sich als Mönch nur über die Laufbrücken bewegen. Und nicht über die Felder des Höllenschlunds, aber klar, dass man hier rübergehen kann, aber nicht über den Höllenschlund. Und was natürlich auch logisch ist, Brücken müssen so verbunden sein, es kann nicht sein, dass sie dann zum Beispiel nur diagonal sind, also hier wäre jetzt keine Verbindung zum Gehen. Um dann diese Bücher einzusammeln, muss man mit seinem Mönch entweder genau auf dem Buch stehen oder über das Buch hinwegziehen. Dann kann man das Buch aufnehmen. Gegnerische Bücher oder Bücher von einem Mitspieler, auf denen darf man nicht stehen bleiben. Man kann drüber weggehen, aber man darf nicht drauf stehen bleiben oder seine Bewegung da beenden. Dann muss man die Bewegung vorher beenden, wenn man nicht drüber kommt. Diese Incedus Movitz Karten, die werden halt auf den Ablagestapel hier gelegt und die Liber Fidei legt man halt offen vor sich aus oder zur Seite. Die dürfen dann nicht mehr benutzt werden. Pro Runde hat man noch eine kostenlose Aktion. Die darf man nutzen, um seinen Mönch noch ein Schritt zu bewegen, ein Feld zu bewegen oder eine beliebige Laufbrücke, auf der sich allerdings kein Mönch bewegen darf, um ein Feld zu verschieben oder die dritte Möglichkeit, eine beliebige Laufbrücke, auf der sich natürlich auch kein Mönch befinden darf, dann zu drehen. Wenn man noch Aktionspunkte übrig hat, dann sind die leider verfallen, die kann man sich nicht anrechnen. Wenn man hier Karten nutzt, um solche Brücken zu bewegen, dann dürfen die natürlich mit dem Buch bewegt werden oder besonders wird dann mitbewegt. Wenn man Karten zum Drehen hat, dann darf man sich immer einen Punkt aussuchen, an dem man dies dreht. Das heißt, man könnte hier drehen und das dann so umdrehen. Wenn ich jetzt hier den Punkt nehmen würde, müsste ich es halt so drehen. Das Buch bleibt natürlich immer auf der gleichen Stelle dann liegen. Was man nicht machen darf, ist zu sagen, ich drehe es einmal. Und das ist übrigens gerade falsch, die Drehung wäre dann so gewesen. Was ich nicht machen darf, ich darf mich hindrehen und wieder zurückdrehen, nur um noch eine Karte auszuspielen oder um noch einen Punkt mehr zum Gehen zu haben. Also man darf immer noch drehen, man darf nochmal drehen, aber nicht einfach vor und wieder zurück, das ist nicht erlaubt. Auch hier gibt es eine goldene Regel, die Versetzungsregel der Laufbrücken. 2 identische Karten dürfen im Zug niemals hintereinander für dieselbe Laufbrücke ausgespielt werden. Auch das sollte man beachten. Natürlich darf man nicht mit irgendwelchen Laufbrücken hier über das Feld hinaus. Das muss natürlich immer alles auf dem Spielfeld sein und spielbar sein. Sie dürfen sich auch nicht überlappen, übereinander legen. Solche Sachen gehen natürlich auch nicht. Gewinner am Ende des Spiels ist derjenige,
der alle Bücher zusammen hat. Das heißt, sobald einer das vierte Buch eingesammelt hat, ist das Spiel beendet und derjenige hat gewonnen. So, jetzt verteile ich die Karten. Wie gesagt, der Startspieler kriegt, oder erst spielt nicht 4 und der zweite in der ersten Runde 5 Ball. Zwei Spieler spielen, danach wird, wie gesagt, auf 6 wieder hochgezogen. So, dann schauen wir mal. Ich spiele die Karte aus und lege das hier um. Oh nein, das ist ja gar nicht bewegen, das ist ja drehen. Ist die Kamera? Ja. Ich nutze die, um das hier einmal zu drehen. Da sind dann die ersten 2 Aktionspunkte weg. Ich nutze die hier, um das hier eins rüber zu bewegen. Habe ich 3 gespielt. Und 3, das sind dann die 6. Dann nutze ich das hier, um das noch eins rüber zu bewegen, weil das ja für alle benutzt werden darf. Das heißt, die 3 kommen weg. Ich darf mich 3 Schritte bewegen. Ablagestapel, ich ziehe eine hiervon nach, 2, dann habe ich 3, ich ziehe noch eine vierte und 2 davon. Ich spiele die Karte hier aus, notiere das, dann spiele ich diese Karte hier aus und rotiere. Das. Dann spiele ich die Karte hier aus und notiere das. Also 6 Punkte ausgespielt, ne? Ja. Oh, ich habe ganz vergessen, wir haben auch eine freie Aktion. Darf ich ihn noch ziehen? Dann ziehe ich den noch ein. Kannst du jetzt noch machen. Die freie Aktion müssen wir auch machen. Man muss übrigens mal vorher sagen, was man für eine freie Aktion macht. Ja, klar. Nur zur Erklärung. Genau. Sechs Karten ist dann kein Limit. Auf 6 musst du. Ich spiele die Karte aus und bewege das. Eins nach unten. Dann spiele ich die aus. Dann haben wir 3 Aktionspunkte. Und ich darf 4 bis 6 Felder bewegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind 2 Aktionspunkte, 3 Aktionspunkte weg. Dann bewege ich das hier nochmal eins nach da. Und das hier bewege ich einmal nach so. Das heißt, darf ich erstmal eine freie Bewegung, die darf ich jederzeit im Zug machen. Bewegen, dann darf ich mich 3 Schritte bewegen, weil die darf ich ja nicht dafür nutzen, die kommt jetzt aus dem Spiel. Das heißt, noch 3 Schritte gehen. Das heißt, ich mache mal 1, 2, 3 oder wahrscheinlich, ne? Ich mache 1, 2, 3 und gehe wieder zurück. Das eine Buch habe ich jetzt schon und gehe dann in die Richtung. So, die kommt weg. Muss wieder nachziehen. 1, 2, 3, 4, 5, einer davon. Habe ich das Holzding hier um 2 Felder? Ja, wie ihr seht, das ist immer schon ein bisschen. Man muss immer gucken, dass man den anderen ein bisschen ärgert. Dann setze ich einen von denen hier hin. Und. Drehe das hier. Dann
nutze meine Freiaktion, um das hier zu drehen. Welches? Das da. Ja, dann. Na, wie geht das denn? Das ging hier. Ach so, hast du die Achse? Ja, okay, muss ich anzeigen. Ja. Gut. Ja, dann habe ich zwei Schritte zu bewegen. Mhm. Karten mitnehmen und neu ziehen. Die alle gleich? Ja, die kannst du dann legen. Benutze die Karte, dann darf man eine beliebige, wo nichts drauf liegt, woanders hin versetzen. Dann nehme ich die und setze die hier hin. Dann nehme ich die hier. Verschiebe das einmal da. Ah, nee, das ist doch richtig. Move, genau. Ich spiele die, um dir eins zu rufen. Nimm meine freie Aktion, nehme ich das, um das hier einmal zu drehen. Und das war's dann erstmal. Also zwei Schritte dann. Eins, zwei. Ups. Eins. Zwei. Drei. Habe ich das sechs, ne? Ja. Gut, dann drehe ich das hier. Und dann drehe ich das hier. Warte mal, das stimmt nicht, das geht nicht. Warum nicht? Da gibt es eine Regel, pass auf. Die goldene Versetzungsregel der Laufbrücke. Zwei identische Karten dürfen im Zug niemals hintereinander für dieselbe Laufbrücke ausgespielt werden. Darf ich jetzt in der Mitte spielen? Hm? Darf ich das spielen, dann das spielen und dann das spielen? Nee, es ist trotzdem die gleiche Karte. Karte darf nicht gleich zweimal. Genau. Spielen. Ja, nicht für das gleiche Ding, dann kannst du ein anderes Zweier nehmen. Mhm. Ich spiele die Karte hier aus. Und dann spiele ich die Karte hier aus. Drehe das Ding. Mhm. Und dann kann ich ja, dann laufe ich bei einer Fraktion. Spiel die aus, damit darfst du fünf Brücken, also Brücken oder Dings entweder rotieren oder moven. Dann mache ich eins. Wieso eigentlich nicht? Steht diese Kreatur drauf, hast du nicht gesagt, dass du das nicht mehr weggehen kannst? Dann darfst du nicht darüber weggehen, darfst du nicht dran vorbeigehen, du darfst drum rumgehen oder du darfst nicht drüber gehen. Hier, bei der Karte, dem Spieler stehen 5 Drehungs- und oder Verschiebeeffekte zur Verfügung. Er darf Plättchen mit Akolypten allerdings nicht verschieben. Wird die Karte genutzt, darf der Spieler seine Akolypten in diesem Zug allerdings nicht bewegen. Oh. Das ist natürlich so eine Sache. Scheiße. Na komm, ich hab's jetzt ausgewählt, hilft ja nichts. 1, 2, 3... 4, 5. Die Karte ist aus dem Spiel, ich darf 19. Ich
bin kalt. Was denn? Du darfst 5 Bewegungsdinge nutzen. Du darfst 5 Dreh- und oder Verschiebeeffekte nutzen. Ja, das ist mir schon klar. Ja. Und soll ich das denn jetzt hingestellt? Wie warum ist das hingestellt? Das ist kein Mönch. Das ist ein Wasserspeier. Du darfst nur Brücken, wo ein Mönch draufsteht, nicht bewegen. Also, in der Karte. Irgendwas wegen Akolyten oder so. Ja, das gilt für die Mönche. Die heißen so. Also. Achso, dann habe ich ja noch frei. Ach nee, ich habe mich bewegen geschickt. Naja, ja, das war's. Dann bist du. 2, 3, 4, 5, 6. Dann spiele ich diese Karte hier aus. Das war so klar. Hab ich nicht dran gedacht, ja. Und dann spiele ich diese Karte hier aus. Spiele ich diese Karte hier aus? Und dann hatte ich ja noch 2 übrig. Und damit. Ja, dann spiele ich noch die Karte aus und bewege das hier. Und dann nutze ich meine freie Aktion, um das hier zu bewegen. Dann habe ich ja noch 4 bewegt. Ich habe gerade schön was verbaut. Okay. Ja, jetzt ziehe ich die Karte, die ich vorhin haben wollte, 2 Mal. Hätte ich ihn gebrauchen können. Ich spiele die hier aus. Das heißt, ich darf springen. Das ist immer angegeben, über wie viele freie Felder des Schlunds man springen darf. Also 2. Dann springe ich hier rüber. Dann spiele ich die hier. Dann, achso, ganz wichtig noch, wenn man eine Brücke bewegt, wo ein Mönch mit draufsteht, dann kostet einen das Kraft. Das heißt, wenn ich die jetzt verschiebe, kostet mich das nicht nur 1 Aktionspunkt, sondern 2. Dann habe ich 4 verspielt. Dann nutze ich die, dann sind es 5, 6. Ne? Das heißt, ich drehe das einmal so. Dann habe ich 6 verspielt, das heißt ja eine freie Bewegung. Die nutze ich zum Gehen. Das heißt, das Buch ist 1. Und darf dann noch 2 Mal gehen. Die beiden kommen weg. Die kommt hier hin. Ich habe das. Das ist jetzt davon und eine davon. Dann spiele ich diese Karte hier aus und drehe den. Bleibt das so? Ja, doch. Dann spiele ich diese Karte hier aus. Und dann laufe ich durch jetzt. Ich mache das. Dann bewege ich die hier eins nach da.
verbraucht. So, ist 2, 3, 4, 5 benutzt. Eine freie Bewegung habe ich noch. Ja, die ist zum Gehen. Also einmal gehen und dann darf ich noch dreimal gehen. 1, 2, 3. Sprich das hier aus. Dreh das hier rum. Meine freie Aktion zu gehen und dann habe ich noch 3 Schritte übrig. Ich benutze meine freie Aktion, um das hier zu verschieben. Dann spiele ich die aus, um das dahin zu schieben. Nimm 2 und schiebe das 2 Schritte nach da drüben. Vor 3, 4, 5. Nicht, das soll ich das Dresche gehen. So eine freie Bewegung. Vorsicht, schiebst du nicht. Und dann spiele ich diese Karte aus. Diese Stufe, ich darf dann 9 Felder rein drauf, steht da ja. Mhm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sind die Bänder noch dazu? Achso, ja, ja, klar. Boah, der war aber mal ganz extrem gut wieder. Ey. Puh. Ich spiele die aus, schiebe das 1 rüber, ich spiele die aus, benutze 3 Aktionspunkte, um dich 9 Schritte zu bewegen. Du kannst einen anderen Spieler 9 Schritte weit bewegen. Mhm.
Entsprechend der Anzahl an benutzten Aktionspunkten darf der Spieler ein oder mehrere gegnerische Aktionen um die auf der Karte angegebene Anzahl an Feldern bewegen. Die Figuren darf er dabei nur auf erlaubten Wegen ziehen. Oder hast du gerade das falsch genommen, weil du dich gezogen hast? Hast du die gleiche Karte genommen? Nein, ich hätte eine andere. Ja. Ja, du hast die gleiche genommen. Du hättest dich gar nicht ziehen dürfen. Du hast die falsche. Du hast dich 9 Schritte bewegt, kannst dich jetzt wieder 9 Schritte zurück bewegen. Ja gut, aber der ganze Zug, den ich für ihn gemacht habe, nutzt aus. In der Tat. Kann ich das dahin? Oder kann ich dann direkt hier hingehen, aber es mich wahrscheinlich hinbewegen. Nee, dann würde ich ja dann jetzt würde ich die Karte ja auch nicht ausspielen, logischerweise. Hat der ja jetzt notgedrungen, habe ich die jetzt spielen müssen, ist doch klar. Aber du hast, also was ist jetzt, willst du die Karte noch nutzen oder willst du die irgendwie auf die Hand nehmen? Ja, spielen wir es nur zurück. Ich habe sie jetzt ausgespielt. Nee, haben wir ja gesagt. Dann bewege ich halt deine Karte. Ja, deswegen sage ich ja. Dann sind wir auch so, dann spiel die Karte mit dem aus und mach das, was du willst damit. Ich gehe natürlich auch mal wieder zurück, schieb das wieder zurück. So, kommt das jetzt überhaupt noch hin mit deinen ganzen Punkten, die gespielt hast? Okay, hast ja D3 da und ja, das passt ja dann. Ja, klar. Gut. Aber standst du denn da? Ich stand hier. Und hast die 2 Schritte dann gemacht, oder? So, eine Entschicht hier. Ja, genau, darum geht's. Weil ich 2 Schritte auch noch machen darfst. So, nichtsdestotrotz spiele ich die hier aus, um das da eins rüber zu ziehen. Spiele ich die hier aus und drehe das Teil hier einmal so. Drehe das dann einmal. Oh, das geht gar nicht, ne? Nee, das geht nicht. Ich habe mir gerade eben überlegt. Ich könnte da rumdrehen. So. Falsch. Wie falsch? Was habe ich da gerade gemacht? Du hast, der lag hier und ja. Dann hast du den 1 nach oben bewegt und dann gedreht. Hä? Wieso denn? Da rumgedreht. Ach so, okay, sorry. Ja. Wie viel war das jetzt? 1, 3, 4, 5, doch, 6 und zieht das mal 1 runter. Dann darf ich 4 Schritte gehen. 4. Hatte ich meine freie Bewegung schon gemacht? Ich habe keine Ahnung. Also nicht mehr. Habe ich irgendwas Freies gemacht? Nee, habe ich nicht. 1 Schritt. So. 1, 2, 3, 4. Dann spiele ich diese Karte hier aus. Dann spiele ich diese Karte hier aus. Und entferne diese beiden hier. Und dann darf ich hier ein Feld weit bewegen. Und dann die freie Aktion. Ja. Ich spiele die Karte. Drehe das einmal da. Die 1, 2 spiele die 1, 2 freie Bewegung 1 Schritt und 3 Schritte 1, 2, 3. Thank you.
Ja, das war's. Und dann die freie Aktion. 6. Hier, ne? Freie Aktion. Ja, das war's. Dann habe ich noch einen Punkt übrig. Würde sie, dass man dann sich nicht mehr bewegen darf? Ja, ich darf mich nicht bewegen. Achso, ja, gut. Spiel die hier, drehe dann um den Punkt. War das jetzt klar? Weiß ich nicht. Spiele die. So. Spiele die hier. Drei darf ich ja noch bewegen, dann bewege ich mal 9 Schritte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Die kommt weg. Die beiden kommen da. Ich darf 2 Schritte machen. 1, 2 und meine freie Bewegung. Und muss Karten nachziehen. 1, 2, 3. Dann spiele ich diese Karte hier aus. Also warte mal, wenn ich diese Sprungfeldkarte nutzen möchte, ne? Wie weit sind diese 2 Felder? 2 Felder. Okay. Also falls das eine wollten fragen, falls das hier noch mitgezählt wird. Nee, das haben wir vorhin nicht so gemacht. Das heißt, die freien Schlundfelder überspringst du. So habe ich es gelesen. Stimmt. Mhm. Das habe ich vermutet. Dann nutze meine freie Aktion. Vielleicht mal auch anheben und nicht alles verschieben. Dann spiele ich die Karte aus. Und dann springe ich darüber. Und kann einen Schritt weit laufen. Mhm. Ich spiele die aus und bewege das hier 1, 2. Ich werfe die 3 Karten. Ich werfe die 3 Karten ab und entferne ihn. Habe ich erzählt. Und dann spiele ich Gier aus. Und 1, 2, 3, 4. Hab's doch noch geschafft. Aber war trotzdem wieder knapp, weil ich glaube, ja, da warst du schon eng dran. Mit den Karten, die du wahrscheinlich noch da hast. Ja, Gelb hat diesmal gewonnen, nachdem ich gestern verloren habe. Und ja, kommen wir zum Fazit. Ja, zurück zum Fazit von Sator, Repo, Tenet, Opera, Rotas. Ja, ist ein schönes Spiel. Ihr seht, man muss schon gut taktieren mit den Karten. Man muss sich gut überlegen, wie man sie einsetzt. Es sind auch böse Karten dabei. Man muss wirklich den Gegner
auch gut unter Kontrolle haben oder gut darauf achten, dass er an seine Bücher nicht rankommt, ihn ein bisschen daran behindern. Ist ein schönes Spiel, ist das halt auch jedes Mal anders, weil logischerweise die Verteilung der Brücken anders sind von den Untergründen her. Dann sind die Karten jedes Mal anders gemischt. Man hat immer wieder, auch wenn man diese Auslegen der Bücher am Anfang macht, immer wieder verschiedene Möglichkeiten und es ist immer wieder anders. Macht zu zweit Spaß, aber ich glaube, zu viert wird es dann noch lustiger, dann geht es dann richtig zur Sache. Aber auch selbst hier zu zweit, wir haben es ja schon mehrfach gespielt, es bringt immer wieder Fun und es ist cool gemacht, es ist schön gemacht, gut gestaltet. Und ja, ihr habt ja ein bisschen Eindruck gesehen oder bekommen, wie man halt mit diesen Karten und diesen ganzen verschiedenen Dingen spielt. Mir gefällt es, es ist ein schönes Spiel, kann ich nur empfehlen und wird mein Regal nicht verlassen. Es ist schnell erklärt und man kann es wirklich, glaube ich, auch so gut wie mit jedem spielen. Und wie sagt man so schön, Tetris trifft auf den Namen der Rose. Ich hoffe, ihr habt einen guten Eindruck gekriegt. Mir gefällt es wirklich gut. Und ja, bleibt gesund. Eure Brettspielfreundin Rhein-Sieg. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.